Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Willkommen zurück zu unserer Asteroidenbasis. Wir bauen heute daran wieder weiter. Ihr seht, die Avalon 4B, die 130-Tonnen-Variante, haben wir hier mit ein bisschen veränderten Treibstofftanks. Da haben wir jetzt hier Andockluken dran, einfach weil ich damit was anderes vorhabe als beim letzten Mal. Die Nutzerlastverkleidung ist deutlich größer wieder geworden und da drinne haben wir eine Satellitenschüssel plus natürlich die Basis, auf der wir der aufbauen. Das ist die größte Satellitenschüssel, die ich bisher gebaut habe. Oh, hoppla. Also das ist auf jeden Fall ein gigantisch großes Teil. Es war ein bisschen schwierig, das zu montieren. Ihr seht, ich musste da die Separatoren benutzen, damit ich das irgendwie da dran packen kann. Denn die Nutzlastverkleidungen sind einfach nicht breit genug, um das da irgendwie mit strukturellen Teilen noch zu befestigen. Das heißt, ich musste da ein bisschen kreativ werden. Jedenfalls bringen wir das einfach dorthin und bringen das dann eben zum leeren Fundament, das letzte von den dreien, was wir noch übrig haben. Und ich würde sagen, genug geplaudert und los geht's.
Und da haben wir es. Ihr seht, wir sind hier gelandet. Ein Landebein ist abgebrochen. Ja, ein bisschen Pech gehabt. Wir sind dann halt eben auf dem Boden aufgekracht. Hier ist ein Triebwerk auch kaputt gegangen. Heißt, ein paar Reparaturen werden hier schon benötigt. Dann sammeln wir die beiden mal ein. So. Und dann schauen wir uns an, was wir jetzt hier aufgebaut haben. Nämlich beim eingefangenen Asteroiden gehen wir hier nach ganz links. Ja, ganz links. Und dort haben wir jetzt unsere Satellitenschüssel aufgebaut. Und damit können wir mit dieser gigantischen Satellitenschüssel wunderbaren Empfang und Kontakt zur Erde aufnehmen. Also das hätten wir auf jeden Fall. Ihr seht, die Treibstofftanks hier drüben, die benutze ich dann später für unsere Basis, die wir hier hinpacken. Ich habe ja ein paar davon noch hier drüben und die bringe ich dann einfach nach der Folge noch rüber. Also, das wär's dann. Ja, das wär's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!